Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es einmal um die Eisenschwünge gehen und was wir machen sollten, um diese Eisenschläge konstant hinzubekommen. Meiner Meinung nach sind da drei Grundbewegungen vonnöten und diese möchte ich euch in dem kommenden Video einmal vorstellen. Mein Name ist Karl Füllburg, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Heute soll es also darum gehen, wie wir unsere Eisenschläge verbessern können. Und da gibt es eigentlich drei Dinge, auf die man achten sollte. Wenn man sich sehr, sehr gute Eisenspieler anguckt, dann gibt es eine Gemeinsamkeit, die eigentlich alle Eisenspieler machen. Das Erste, was man vorweg sagen sollte, ist, was sollte ein guter Eisenspieler können? Und zwar ein guter Eisenspieler sollte in der Lage sein, den Ball ganz leicht in der Abwärtsbewegung zu treffen. Das heißt, der Schlägerkopf bewegt sich am Ball noch ganz leicht nach unten, sodass man erst den Ball trifft und auf der Vorderseite wird dann der Boden getroffen. Die besten Spieler der Welt haben da bei einem Eisen 7 eine Abwärtsbewegung von ca. 4 Grad nach unten. Und wir wollen jetzt Voraussetzungen treffen, wie wir diese Abwärtsbewegung wiederholt hinbekommen können. Und da gibt es im Endeffekt drei große Körperbewegungen, auf die wir achten sollten. Und wir fangen als erstes mal mit der Hüfte an. Und zwar, wie sollte sich die Hüfte im Abschwung bewegen, dass wir in der Lage sind, den Ball immer in dieser Abwärtsbewegung zu treffen. Ja? Und zwar gibt es bei der Hüfte da zwei Dinge, auf die man achten kann. Meine Gürtelschnalle oder das Zentrum meines Beckens sollte sich dabei im Abschwung ein gutes Stück nach vorne bewegen. Ja, man kann ganz grob sagen, ungefähr so viel, dass jetzt hier mein Zentrum meines Beckens oder meine Gürtelschnalle ungefähr über meine rechte Ferse bewegen sollte. Das ist Punkt Nummer 1. Wir wollen den tiefsten Punkt nach vorne verlagern, also für uns Rechtshänder nach links. Becken oder die Mitte meines Beckens, meine Gürtelschnalle ist über der Innenseite meines Knöchels. Sieht man hier schön an meinem Innenfuß. Und Punkt Nummer 2, meine Gürtelschnalle sollte leicht nach vorne deuten. Legen wir mal ungefähr, ja, ich sag mal einen guten Meter, legen wir mal einen zweiten Ball hin. Und wenn wir es jetzt schaffen, im Abschwung unsere Hüfte so zu bewegen, dass die Gürtelschnalle über den Knöchel wandert und jetzt noch leicht nach vorne zeigt, also die Hüfte sich öffnet, dann sind die Voraussetzungen getroffen dafür, dass wir in der Lage sind, den Ball immer an der richtigen Bewegung zu treffen. Wie können wir das Ganze jetzt ein wenig verdeutlichen? Und zwar, das Erste haben wir schon gemacht. Wir haben einen zweiten Ball hier vorne hingelegt. Und das Nächste ist, wenn wir den Ball grob in der Mitte haben, dass wir mal an den linken Knöchel einen zweiten Stick legen. Und wenn wir jetzt im Probeschwung sind, dann schauen wir, dass wir uns nach vorne bewegen, also Becken, Gürtelschnalle über diesen Stick und Becken soll zu dem vorderen Ball zeigen. Wenn wir das Ganze machen, ich mache es 2-3 Mal im Probeschwung, dann sind wir in der Lage, den tiefsten Punkt, ihr seht es, jeweils nach vorne zu verlagern. Und das ist ja genau das, was wir brauchen, um einen sehr, sehr guten Golfschlag zu machen. Ich probiere das Ganze mal aus, hier mit dem Ball und habe das Gefühl, okay, ich möchte nach vorne und ich möchte meine Hüfte leicht öffnen. Jetzt habe ich meine Gürtelschnalle über diesen Stick hier verlagert und mein Zentrum des Beckens zeigt auf den vorderen Ball. Und wenn ich das Ganze versuche, dann fällt es mir schon ein gutes Stück einfacher, jetzt meinen Ball zu schlagen. Probiere das Ganze mal aus. Ja, ich habe es jetzt geschafft, erst meinen Ball, dann den Boden zu treffen. Das sind also die ersten beiden Dinge, an die wir denken sollten. Wir brauchen eine gute Menge Vorwärtsbewegung, ungefähr so viel, dass das Zentrum des Beckens über dem Stick ist. Und die Hüfte sollte sich ein kleines bisschen öffnen, sodass wir einen zweiten Ball einen Meter vor den ersten Ball hinlegen. Das ist Punkt Nummer 1, den wir benötigen. Punkt Nummer 2 ist, wie sollte sich die Schulter bewegen? Und zwar sollte sich die Schulter so bewegen, dass die rechte Schulter
im Abschwung sich nach unten bewegt. Ja? Die rechte Schulter bewegt sich nach unten und nicht auf einer Ebene. Ihr seht schon, wenn ich das hier mache, wenn meine rechte Schulter genauso hoch bleibt wie die linke, dann befinde ich mich eher in einer ungünstigen Bewegung für einen Eisenschlag. Sondern wir wollen die rechte Schulter nach unten bekommen, wieder an unsere Hüfte denken, nach unten bekommen. Und zwar ein Checkpunkt dafür ist, dass die rechte Schulter sich ungefähr auf Ballhöhe befindet, wenn meine Arme im Durchschwung parallel zum Boden sind. Ja? Weil dann bin ich in der Lage, nicht nur meinen tiefsten Punkt weiter nach vorne zu verlagern, sondern ich bin auch in der Lage, eine gute Schwungbahn zu erzeugen. Das heißt, dass mein Schläger eher leicht von der Seite an den Ball kommt. Also ich stelle sicher, dass ich eine gute Schwungbahn habe und ich schaffe es, dass meine rechte Schulter sich so bewegt, dass ich wieder erst den Ball, dann den Boden treffe. Ja? Ich wiederhole das Ganze nochmal. Das heißt, wir schwingen auf, die rechte Schulter geht nach unten und wenn ich den Ball schlage und mal in der vorläufigen Endposition stehen bleibe, dann ist es so, dass meine Schulter sich ungefähr auf Balllinie befinden sollte, wenn meine Arme wieder hier vorne parallel zum Boden sind und dann darf die rechte Schulter eher leicht nach oben kommen. Ja? Wie können wir das Ganze noch üben? Und zwar, was ich immer sehr, sehr gern mache, ist, wenn wir das Griffende, den Schläger so nehmen, dass das Griffende an der linken Schulter ist. Wir stellen uns hin, wir holen aus, jetzt haben wir das Gefühl, okay, Shift und Drehung der Hüfte und meine rechte Schulter kommt leicht nach unten und ein wenig nach vorne. Ja? So schaffe ich es wieder, den tiefsten Punkt schön weit nach links zu befördern, sodass ich in der Lage bin, erst den Ball, dann den Boden zu treffen. Von der seitlichen Perspektive schaut es so aus dann, dass im Treffmoment die rechte Schulter tiefer ist als die linke Schulter. Und zu guter Letzt, das Ganze betrifft jetzt eher das Finish, einfach nur noch eine Sache, wo wir ein bisschen auf den Kopf achten sollten. Bei den besten Spielern der Welt ist die Finish-Position nicht so, dass der Kopf jetzt hier mit nach vorne arbeitet, sondern der Kopf bleibt eigentlich relativ zentral. Ich sag mal, wenn mein Ball in der Mitte ist, dann bleibt mein Ball auf Ballhöhe oder ganz leicht dahinter. Ja, das heißt, das können wir am besten in der Endposition überprüfen, denn eine gute Endposition sieht so aus, ich hatte gesagt, Hüfte schiebt und dreht, rechte Schulter kommt nach unten und mein Kopf ist jetzt ungefähr auf der Ballhöhe, ja, mein Becken ist der Punkt, der am weitesten vorne ist. Ganz häufig sehe ich nämlich Spieler, die eher so dastehen. Jetzt ist der Kopf der Punkt, der am weitesten vorne ist und das Ganze würde es uns wieder erschweren, erst den Ball dann den Boden zu treffen. Ja, wiederhole also mal diese drei Dinge. Wir haben gesagt, okay, Punkt Nummer 1, aufschwingen, Hüfte schiebt und dreht sich ein bisschen, Gürtelschnalle über den Stick und ein wenig öffnen, dass wir die auf diesen Ball bekommen. Die rechte Schulter bewegt sich ein wenig nach unten, gefühlt ein bisschen unter das Kinn und der Kopf bleibt auf Ballhöhe, dass wir sagen, okay, wir stehen, ich sage immer, in einer ganz, ganz stolzen Position. Der Kopf wandert hier nicht mit nach vorne, denn das würde unseren Ballkontakt wieder ein bisschen erschweren. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal aus und schaue, dass ich einen guten Ball-Bodenkontakt erzeugen kann. Und wenn wir auf meine Endposition achten, dann sollte der Kopf ein bisschen gefühlt zurückhängen und mein Becken ist in der vordersten Position. Wenn ihr diese drei Dinge beachtet, dann bin ich der Meinung, dass ihr es leichter haben werdet mit euren Eisen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.